Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Kommando. Shuttle ist bereit. Grant! Hat jemand was zu essen dabei? Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Shepard, Sie haben's geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Gut, dass Sie es nicht riskiert haben. Ein Glück, dass wir lebend daraus sind. Ich wusste, dass Sie es schaffen, Shepard. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich Sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grant ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein. Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben sie ja auch mit der Krankheit infiziert. Ist das Heilmittel denn was anderes? Nein. Methode möglichst ähnlich halten. Einfachster Weg, Heilmittel rasch zu entwickeln. Grundwasser zu langsam. Freiwillige Impfung riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel. Konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tuchaka gebaut. Auch von Turianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Eine gesamte Population infizieren? Genau so macht man das. Außer Sie sind Teil dieser Population. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tuchanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Morden. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Thank you.
Shepard! Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tigel informiert. Klingt, als müssten sie noch ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kayla Sanders standen sich ja wohl nahe. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kayla und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kayla und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Ich weiß nicht, wie Sie die Politik ertragen. Mir geht sie auf den Nerven. Haben Sie mir den Job nicht gegeben? Stimmt, es tut mir leid. Denken Sie daran. Je mehr die sich beschweren, desto mehr haben Sie schon erreicht. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch nur, um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe? Der Tod hat Sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Haben wir neue Techniker für den Tigel gefunden? Fünf ehemalige Wissenschaftler von Zonex Industries, die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tigel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Erst 109. Was?
Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Sie könnten weiterkämpfen. Ich weiß, es ist schwer. Schon zu sehen, wie sie beschossen werden. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie sie. Ich frage mich, wie sie das machen. Vor jedem Weltuntergang denke ich an ihren Wutausbruch, falls ich ihn nicht verhindere. Ich weiß nicht, ob ich es ohne sie könnte. Schmeichler. Ich versuch's. Wir sehen uns bald, Shepard. Sehr erfreut, Sie zu sehen.